Hallo Männer, ja, heute mal dieses Fortsetzungsvideo zu meiner SSG-Reihe mittlerweile. Ne? An der Stelle erstmal liebe Grüße an Tobias. Ja, das ist dabei rausgekommen, ich hatte dir ja schon ein Foto geschickt. Und ja, im Grunde genommen ist das nur mein SSG wieder, ne? Den Bausatz, den wir da mal angeboten hatten, halt in der Steckdosenleiste verbaut. Mit einem Potty, also ein Potty ist jetzt noch extra eine Laufkontrollleuchte und ein anderer Schalter. Ansonsten ist es fast, ja, eine Sicherung ist noch drin, ein Kondensator, noch ein paar andere Sachen, aber im Grunde genommen ist es das SSG, bloß ein paar Zusatzteile. Ne? Ja, damit es nicht allzu langweilig wird, stecken wir uns erstmal was ran. Dass wir auch mal sehen, dass das Ding was es kann in etwa und so. Ne? Ich habe jetzt nicht tagelang hier irgendwelche Tests gemacht. Ich zeige euch einfach mal, was eventuell, ich sage es mal in Anführungszeichen, geht. Ne? Internet-Style oder ne? Je nachdem, was er da ranmachen wollt. Also Tobias, du. Ne? Das Ding baue ich nicht nochmal. Naja, egal. So, nehmen wir wieder hier mein altbekanntes Telefon. Ne? Wir gucken mal, wie sieht es denn aus mit dem Akku? Ja, schottelst. Wir können ja mal nach der Spielerei hier, können wir ja mal gucken, ob in den Akku auch was reingegangen ist. So, hier die Ladestation. Ja, hier. Dass wir mal das ganze Kabel drauf haben. Das ist das Kabel. Ne? So, das tue ich mal ein bisschen hier runter. So, die erste, also hier sind die Kontrollleuchten drin und hier ist dann Abnahme. Für die Zukunft, aber gerade für dich, Tobias, benutzt das bitte nicht immer hier. Ne? Mach dir hier ein, was weiß ich, irgendwas ran, wenn du jetzt einen Verteiler oder so, nochmal so ein Dreier hier oder was, dann damit der Anschluss hier nicht ausnuddelt, sag ich jetzt mal. Mir fällt jetzt nichts anderes ein. So, Spannungsversorgung machen wir 12 Volt am Labornetzteil, das zeige ich euch dann gleich noch. Und dann müssen wir bloß hier hinten am Schalter kurz drücken, Neon kommt. Ja. Und dann hatte ich an den anderen Videos schon gesagt, wenn jetzt das Gerät lädt und die Neonröhre, ne, wir können ja jetzt am Potty, können wir so hoch, ne, zack, da kommt die zweite noch. Und jetzt ist aber so, jetzt wird hier sinnlos, das muss ja nicht sein, ne, es lädt ja, habt ihr ja mitgekriegt, es lädt ja mit weniger, da geht er wieder runter. Ne. Also das gilt jetzt auch fürs SSG. Und ne, bis die Lampen, ich sag mal, wenn die eine ein bisschen an ist, gerade bei solchen Ladegeräten, das macht nichts. Ne? Also wie jetzt hier dieses Intervall, das ist dann bei solchen Dingern. Ja. So, dann gucken wir mal, auf was das Ganze jetzt. Na gut, jetzt sind zwei an, das muss nicht sein. Gehe ich wieder ein bisschen runter. Ja, man muss da ein bisschen gucken, bis das den Rhythmus hier hat, sag ich mal. Das ist ungefähr, ne? Jetzt gucken wir mal, was das Ganze genau braucht. 12 Volt und 200 Milliampere. Ne, jetzt lädt das Telefon und wir sehen nur am Eingang, ein bisschen schwankt es ab und zu. Das ist, wenn das Telefon da ein bisschen hin und her schaltet und so. Ne? Ja, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was anderes dran hängen können. Jetzt gucken wir mal, ob eventuell ein paar mehr Geräte, ich hatte es ja in dem SSG-Video auch schon gezeigt, ob ein paar mehr Geräte auch gehen. Ich tue das mal ein bisschen zur Seite, weil wir jetzt ein bisschen Platz brauchen. Das schließen wir einfach mal. So ist das dann quasi, das habe ich mir gedacht, wenn du das jetzt nutzt, dann klemmst du das hier ein, dass der immer drin ist, weil wenn du den jetzt hier 100.000 mal wechselst, ne, also das ist, ewig hält es nicht. So, ja, dann haben wir hier eine Steckdosenleiste. Ich kann jetzt leider gerade nicht weiter rauszoomen. Naja, egal. Geht ja auch so. Und dann, ja, nehmen wir mal das Telefon, was wir jetzt gerade hatten. Dann zusätzlich noch mein Samsung-Handy. Und ja, die LED kennt ihr ja noch, 220 Volt.
Die klemmen wir jetzt auch noch mal mit hier rein. Ich muss meine Lampe ein bisschen ordentlich anschließen. Ja. Ha. Ja. Die klemmen wir jetzt auch noch mit. So. Und weil wir eh mal gerade so schön dabei sind, habe ich hier noch das aus meinen anderen Videos bekannte Handy. Das stecken wir auch noch mit an. Ja, ich lege das mal hier hin. So, naja, da bin ich mal gespannt. Jetzt ist. Jetzt geht's um die Wurst. Also alles angesteckt. Der Dings ist ein hier hinten. Okay. Jetzt haben wir es so. Dass nur die zwei Handys laden. Jetzt aber auch bloß 100 mA und jetzt drehen wir einfach mal am Putty. Bisschen hoch. So, und jetzt haben wir es. Das Handy lädt. Das. Und die Lampe leuchtet. Ja. Lädt. Lampe seht ihr ja. Lädt. Machen wir die Lampe mal ab. Ja, das lädt aber nicht. Naja, aber immerhin zwei Handys und ja gut, die Lampe kann ich jetzt noch zusätzlich nicht machen. Beziehungsweise am Eingang könnte ich jetzt auch runtergehen noch ein bisschen. Man hört jetzt aber schon, ne, jetzt macht es auch Geräusche, ne, aber es funktioniert. Wenn ich jetzt, wir können es mal testen, ich vermute mal, dass es das neuere Handy ist. Wir nehmen mal das raus. Ah. Ne, also das braucht dann auch schon ein bisschen beim Laden. Das auch. Jetzt gehen wir hier mal wieder ein bisschen höher. Das ist so heller. Normalerweise müsste er jetzt. Ja, na, also das funktioniert wieder. Wir haben jetzt das Handy, das lädt, seht ihr ja. Na? Dann die LED und das Telefon. Habt ihr jetzt gehört? Ne? Ja, ich würde sagen, haut schon hin. Jetzt in dem Modus verbrauchen wir bei 12 Volt 400 mA. Und jetzt drehe ich einfach mal das Putty ein bisschen runter, dass wir auf 200 ungefähr kommen. Mach mal die LED zusätzlich noch raus und dann sind wir wieder bei unseren. Na, ich gehe noch ein Stückchen runter. Ungefähr 200 mA, ne? Bei 12 Volt. Wie gesagt, bei den 12 Volt 200 mA. Handy lädt, ne? Sieht man hier hinten. Und das Ding lädt. Oh, und hier sieht man auch von der Steckdosenleiste, dass die Lampe kommt. Ne? Jetzt wie gesagt ohne die LED, ne, dann kommt natürlich vom SSG hier wieder die Lampe. Mal ein bisschen runtergehen. Ja. Soweit so gut, würde ich sagen. Und für dich, Tobias, jetzt noch. Wie gesagt, ne, also du kannst jetzt hier keinen. Die Kiste ist schon gut gebaut. Also du könntest jetzt hier theoretisch auch mehr ranhängen. Aber das überlasse ich mal deiner Fantasie. Weil, wenn es mir jetzt kaputt geht, wäre schade drum. Ne? Also ich will jetzt nicht an die Grenzen gehen. Es ist auf jeden Fall ein ich sage jetzt einfach mal, ein gutes Ladegerät. Ne? Du kannst damit deine 220 Volt LEDs meinetwegen betreiben. Du kannst aber auch 12 Volt LEDs betreiben. Das geht natürlich auch. Ne? Und das zeige ich jetzt. Ja nicht. Konzipiert ist es ja nicht für ein Labornetzteil. Ne? Oder wie ich das jetzt gemacht hatte. Konzipiert ist es schon für eine Batterie, ne? Beziehungsweise für eine Solaranlage, das ist schon klar.
Und hier haben wir mal die Spannung der Batterie. Ich habe jetzt wirklich keine andere mehr da. Ich habe jetzt alles gerade noch mal schnell durchgesucht. Also 10,7, ne? Also die ist, dir kann man sagen, die ist tot. Wenn du die an Solar nutzt, die Kiste hier, dann musst du selber darauf achten, dass du nicht auf solche Spannungen hier kommst. Weil dann machst du dir die Batterie auf lange Sicht gesehen kaputt. Ne? Jetzt hast du ja schon, haben wir jetzt schon gesehen, es blinkt. Ich nehme jetzt einfach mal das alte Handy. Na wohl, komm, nehmen wir das bessere. Ich meine, die meisten haben ja jetzt so ein Smartphone. Dann wollen wir das auch. Es geht, wie gesagt, nicht mit allen Geräten. Ne? Also ich habe auch Lampen oder andere Handys teilweise gehabt, da ging es nicht, gar nicht. Egal, was ich probiert habe, weiß ich auch nicht warum. Aber wie gesagt, beim Thorsten war ich ja, hast du eventuell das Video gesehen. Ne? Da haben wir sein Handy noch dran gehabt und ja, bla bla bla. Ne? Mache ich das, was ich dir gesagt habe, was du nicht machst. Ja. Aber ja, ist ja zuvor für Zwingen. Ne, erstmal ein bisschen runterregeln, das kriegst du ja dann raus, in welche Richtung etc. Ach so, die Lampe, die Kontrolllampe, die ist nicht, die leuchtet zwar, aber die ist sehr dunkel. Ne? Musst du notfalls hier die Hand drauf halten. Brauchst aber eigentlich nicht, weil ja dein Handy piept oder dir sagt, wenn da irgendwas ist. Ne? Wie ihr seht. Es lädt. Ne? Also auch im Notfall nichts dagegen einzuwenden, da auch mal ja, die Batterie weiter runterzufahren oder so. Ich meine, du hast ja selber ein 3.0. Brauchen wir ja nicht drüber reden. Übrigens kommt die Dach im 3.0 Video noch. ja, ganz kurz mal noch, wenn du jetzt das hatte ich dir ja schon angedroht, hätte ich jetzt fast gesagt. Das hatte ich dir ja schon angekündigt. Du kannst auch mit der Kiste hier Batterien laden. Aber ich habe das nicht, ich sage in Anführungszeichen, nicht 100% getestet. Eigentlich fast gar nicht. Aber es funktioniert auf alle Fälle. Ne? Ich studiere hier Plus und Minus und den Stecker. Das markiere ich dir so, dass du Bescheid weißt. Ne? Dann kriegst du quasi das Kabel hier noch mit dazu und dann hast du dann hier eine Lüsterklemme. Da musst du dich mal selber drum kümmern, wenn du einen Akku laden willst oder, das will ich noch zeigen, also die Spannung ist jetzt mal hier, ne, ist uninteressant. Quasi ich gebe dir das Kabel noch mit, weil du kommst hier nicht in die Anschlüsse rein. Wie gesagt, ich markiere hier noch Plus und Minus und dann kannst du, wie gesagt, ohne Batterie laden. Ich empfehle aber, falls du hier Spotify voll aufgedreht hast und mit 12 oder was weiß ich, also ich müsste von 9 bis, hast du selber gesehen, ja, 9 Volt irgendwas, bis 15 kannst du schon gehen, das geht auf alle Fälle, also normale Solarzelle. Ne? Und dann hast du ja sozusagen hier dann Plus und Minus, der blaue wird Plus und braun Minus. Und hier markierst du dir einen Punkt oder irgendwas. So, dann könntest du zum Beispiel auch so eine 12 Volt, ich müsste lügen, das ist glaube ich eine 12 Volt LED, könntest du jetzt hier dann machen, ne? Jetzt werden natürlich einige sagen, ja, da hat er wieder nicht alle Latten am Zaun. Was willst du mit einer 12 Volt LED an einer 12 Volt Batterie? Ja, ich zeig's euch bewusst jetzt nicht, ne? Ich sag das euch jetzt auch, damit er dann nicht. Ja, mag er nicht. Aber man müsste schon gehen. Ja, ne, also die ist jetzt natürlich volle Pulle. Weil die leuchtet ordentlich und so. Also ich hänge die jetzt nicht an die Batterie rein. Das macht er schön selber. Die SSG-Pläne sind oben, die Videos. Ich habe das euch schon oft gezeigt. So, und hier kommt aber noch eins dazu. Ich mache jetzt mal aus, damit es hier nicht... Wie gesagt, lass es nicht hier ewig so... Also wenn ich jetzt ausmache, ne, ist ja nichts am Ausgang. Mach das nicht ewig. Das ist nicht gut. Das ist abgesichert. Die, also ist Minus oder Plus, ich weiß jetzt gar nicht. Also der Eingang ist abgesichert. Kannst also auch das unbeaufsichtigt stehen lassen, falls hier was passieren sollte, dann ist hier oder hier ist die Sicherung drin, ne? Dann kommt die Sicherung bei einer Batterie. Ansonsten, wenn du das Ding nutzt
mit 220 Volt kann ich, darf ich dir nur empfehlen. Übrigens danke an Robert für den Tipp. Nur mit Labornetzteil oder Laptop Netzteil, ne? Weil da ist keine, die haben eine Sicherung irgendwie was drin oder was weiß ich. Auf jeden Fall kann da nichts passieren. Ja, und bei den Lampen ganz wichtig. Das ist ja Schwachsinn, ne? Ja, ist klar, dass die mit, gut, zeigen wir es trotzdem. Ist klar, dass die mit 10 Volt oder was wir hier noch haben, 11 jetzt. Mal gucken, ob die da auch so hell leuchtet. Ne? Also, Aber darum geht es nicht. Ne? Ne? Darum geht es mir jetzt mal nicht. Mir geht es nur darum, Tobias, mach an den Ausgang, wenn du solche 12 Volt hast oder so. Ne? Das kann ja manchmal sein, ich weiß ja nicht, wie es bei dir daheim aussieht. Dann mach die in Reihe. Ja, ich habe das ja in meinem Schuldiv-Video auch gezeigt. Das ist im Endeffekt auch nicht. Naja, es ist schon ein bisschen was anderes, das SSG. Aber wie in dem Schuldiv-Video zu sehen, Triggerabnahme oder ja, Schuldiv. Ach, ich weiß nicht, guckt einfach auf den Kanal, das seht ihr ja. Dann mach die in Reihe. Und du kannst dann quasi dir eine Body-Einstellung suchen. Du musst da ein bisschen gucken. Gut wäre, wenn du hier ein Messgerät hast, ne, da kannst du ja hier dazwischen hängen. Zwischen deine Batterie und Dings, dann kannst du einen Eingang messen, was das hier verbraucht. Aber du siehst es ja auch an den Lampen. Und wenn du jetzt an der Batterie bist und du hängst hier was an den Ausgang ran und das Ding fängt mörderisch an zu quietschen und brrr, dann das bedeutet Overload. Also ne, wenn das Quietschen absolut nicht mehr auszuhalten ist, dann ist die Kiste am Overload. Ne? Sonst ist es ja verhältnismäßig ruhig, ein bisschen Geräusch hast du drauf. Ne? Mach die bitte in Reihe, dann mehrere. Kannst du 24 Volt in Reihe machen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, ich hoffe mal, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, beim Batterieladen, sehe das mal ein bisschen als experimentell. Ich gebe dir trotzdem das Kabel mit, da kannst du es mal probieren und machen. Ne? Und, ja, ich denke, das war's. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nochmal zur Erklärung, ne? Hier oben ist klar der Starter. Ne, da also fest hier, da kannst du mit dem Daumen hier, da passiert nichts. Und Potti, so ist, also voll aufgedreht mit dem Uhrzeigersinn, ist maximale Leistung und dass es zurück ist, minimale. Die Mängel von der Kiste, die gebe ich dir auch gleich mit. Ich hatte das ja schon geschrieben. Nur, dass du schon mal gesehen hast, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber das Problem war, das hat nicht gereicht vom Platz her, ne? Sonst hätte ich es wirklich original fast wieder zumachen können. Wenn mal was ist mit dem Ding, schicken wir es einfach zurück. Dann mache ich das nochmal auf und repariere das halt wieder, ne? Also ich glaube nicht, dass hier was kaputt geht. Solange wie du, wenn die Lampen nicht kommen und du hängst jetzt hier nicht irgendwelchen, ne, nur ein Ladegerät oder irgendwas, nein, stellst es dann so ein, dass die Lampen nicht kommen, dann hält das Ding oder wird auch nicht zu warm oder irgendwas. Na, also wenn du jetzt 24 Stunden irgendwelche Handys damit durchgängig lese, kann schon mal sein, dass hier ein bisschen Wärme rauskommt. Ansonsten, ne? Hier sind die Klimmlampen. Und hier ist halt normale Steckdose. Ne? Hier sieht man auch noch hier ist das SSG quasi. So liegt es drin, der Ferritstab. Ne? Hier ist die Wicklung, sieht man ein bisschen. Ja, keine große Zauberei. Ich danke dir, dass ich das mal umsetzen konnte. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Und liebe Grüße. Dein Action.